Unsere Sicherheitsarchitektur beruht auf Freiwilligkeit. Mhm. Das ist auch einer der Gründe, warum ich hier reingekommen bin, um einfach auch Danke zu sagen, persönlich Danke zu sagen. Eben Gott sei Dank, wie durch ein Wunder, eine Frau herausgerettet aus einem Trümmerfeld. Unglaublich ist das. Jetzt wird aufgeräumt und wir hoffen, dass jetzt die Niederschläge der nächsten Tage nicht so heftig sind. Ich schätze dieses Schadensausmaß jetzt auf etwa 6 Millionen Euro. Das ist ein Durchschnittsjahr, wenn ich sozusagen die letzten 10, 12 Jahre betrachte. Und wir werden zwar mit den finanziellen Ressourcen nicht an die Grenzen stoßen. So viel Geld müssen wir haben, um den Menschen zu helfen. Aber noch wichtig ist es, in die Vorsorge zu investieren. Auch das dürfen wir nicht übersehen. Es ist immer noch so, dass nach wie vor spontane Hangrutschungen erfolgen. Es sind für morgen noch leichte Niederschläge prognostiziert. Und vor allem wird auch der Schnee schmelzen. Das heißt, das Wasser ist noch hier. Es wird auch in den Boden einsickern. Das heißt für morgen Entspannung, aber keine Entwarnung. Wir haben jetzt auch den Assistenzeinsatz des österreichischen Bundesheeres angefordert. 20 Mann sind jetzt vor Ort in Bruck. 20 kommen weiterhin, also nach Zell am See, heute und morgen und werden uns darin unterstützen. Wir alle sind also ein gutes Team und versuchen das Beste daraus zu machen. Wir schauen, dass wir die evakuierten Häuser wieder bewohnbar machen, die Sicherheit so weit herstellen, dass die Leute wieder einziehen können und werden dann Step by Step die Schäden nach Prioritäten abarbeiten. Nehmen wir jetzt an Thomasbach, wo Evakuierungen waren, da geht wirklich unsere Mannschaft dann wirklich an die psychischen und physischen Grenzen. Also die werden dort erreicht. Wir sind da jetzt dabei, dass wir noch einen Bauernhof zum Beispiel mit Wasser versorgen, da eben dieser Hof auch evakuiert worden ist. Ich glaube, dass der Reichtum dieses Landes nicht die Güter und das Kapital und die Immobilien sind, sondern das sind die Menschen, die dann helfen, wenn es notwendig ist. Und das funktioniert in Salzburg hervorragend. Dafür tausend Dank.